verlasst euch nicht auf die Regierung, sondern macht es selber. Da gibt es eine ganz simple Statistik. Jetzt ein bisschen anspruchsvoll ist. Wenn du 20 bist und sagst, ich lege meinem Alter entsprechend mit 100 multipliziert diese Summe im Aktienmarkt an. Also 20 mal 100 sind 2000. Wenn du 30 bist, du steigerst es jedes Jahr nicht, jedes Jahr tust du das, dann sind es 3000. Nämlich 100 mal 30, nicht wahr, sind 3000. 40 sind 4000 und so weiter. Du hast dann vom 20. Lebensjahr bis zum 65. rund 180.000 Euro investiert in der Börse. Und wenn du dann in die Pension gehst, nicht wie die Franzosen es wollen bei 50 und die Italiener wahrscheinlich schon bei 40 oder 30 machen wollen, dann normal bei 70 in die Pension gehst, wirst du als guter Millionär herauskommen. Du musst dann noch die Inflationsrate abziehen.